Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Blood and Wine in den wunderschönen Landen von Toussaint. Und als erstes, da ich wieder mal mich in Novigrad umgeschaut habe, um mal noch ein paar alte Quests zu machen, um aufzuleveln, habe ich noch insgesamt drei, wie heißen die Machtteile hier, wo man einen Fähigkeitspunkt bekommt, habe ich drei Stück gefunden, das heißt, ne, zwei Stück. So, und wir haben jetzt auch drei Punkte, das heißt, wir gehen mal in das Menü. Ja, vorsichtig Mutation. Ach so. Was bringt mir die rote hier? Die bringt. Ach komm, die macht mehr Schaden. Waffe H. So, das heißt, die ist aktiviert. Das heißt, wir hätten jetzt, um das frei. Wir brauchen noch ein Level-Up, um das freizuschalten. Was bringt mir das? Dem Nahkampf Schaden anleitet, wirken davon. Oh, was bringt mir das? Oh, also als nächstes dann das Blaue. Oder das hier oben. Weil das macht mein Schwert quasi tödlicher. Und ich meine damit das Schwert, was ich auf den Rücken trage. Tödliche Konter. Oh ja, das ist gut. Ich speichere das mal ganz kurz ab. Und ich habe mir auch schon einen Punkt markiert, an den ich hingehen will. Vor der Aufnahme. Und das ist hier unten das Fragezeichen. Das will ich jetzt einfach mal machen. Eingang. Hier wird ein Schatz bewacht. Wo ist denn hier jeder Eingang? Ah, hier. Ich werde mir mal ganz kurz Folgendes tun. Nee, falsch. Das war das hier. Dann das nächste Folgende ist das hier. Und das ganz nächst Folgende ist das Scherze ziehen. Ghule. Na komm her. Komm her, du Ghul. Irgendwas zu untersuchen. Ist wahrscheinlich jetzt irgendeine Quest. Ich wüsste aber nicht, welche Quest hier ist. Aber da oben geht sie auf jeden Fall weiter. Bin gespannt, was da oben lauert. Einmal Quen. Das war anscheinend echt alles. Nee, war es nicht. Komm, Geralt, tauchen. So. Jetzt gehe an Land. Ich bin schon gespannt, was noch passieren wird. Brauchen gleich eine neue Katze. Die eine ist aufgebraucht. Gott, ich bin gespannt, was hier auf uns lauert. Ich sehe aber auch nichts, was aufleuchtet. Ich verwende mal Quen.
denn, Alter? Ich sehe ja niemanden. Oder wahrscheinlich dort oben lang. Ja, ich kann hier aber auch nichts untersuchen. Das ist das Problem. Ich habe hier keinen Questlog dafür. Geralt, geh mal hier hoch. Da hinten geht's noch lang. Nee, ich habe hier absolut keinen Questlog dafür. Das heißt, ich werde wohl... später zurückkehren müssen. Anscheinend. Gut, dann... Oh, Geralt! Obwohl... Hier geht's noch lang. Ach nee. Doch nicht. Ach man. Dann hebe ich mir das doch anscheinend für später auf. Boah, es ist hier hell draußen. Gut, dann haben wir das schon mal wenigstens. Ich möchte gerne ein paar Fragezeichen machen. Irgendwas, was in der Nähe ist. In der Nähe wäre theoretisch noch das hier. Das wäre noch in der Nähe. Komm her, Plätze. Dann holen wir uns mal das andere. Los, lauf! Alter, Mann, Plätze. Das andere Fragezeichen. Nee, da ist da einfach mal nichts. Aber das ist bestimmt eine Quest, weil da waren so viele Sachen zum Untersuchen, da war das doch 100% eine Quest. Oh, ich lauf falsch übrigens. Ich bin so schlau, ich gehe den falschen Weg lang. Pass auf, wo du hinläufst. Ja, mach's doch selber, Junge. Jetzt los, reit schneller, Plätze. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Ich bin sehr gespannt. Ach komm, ein bisschen querfeld ein, geht schneller. Schneller. Das Plätze war auch wirklich bei jedem verdammten... Das ist wirklich Geralt, aber bei jeder verdammten... Na? Das geht... Aber ich sag mal, das ist das Geralt bei jeder verdammten... Na? Na, wie, Ach Mann, was wollte ich gerade sagen? Ich hab's vergessen. Ohne Scheiß. Das war's doch noch nicht, oder? Die verlassene Stätte? Weil normalerweise ist sie dann wieder bewohnt. Wenn man die befreit, die Städte. Das heißt, hier gibt es noch was zu holen. Ja, komm hoch zu Geralt. Ja, was zu holen ist relativ. Es gab eigentlich nichts weiter. Hier sind auch keine Gegner mehr, wo man sagen kann, dass sich irgendwie Longengrube. Ne, hier ist irgendwie nichts mehr. Hier ist alles leer. Keine Ahnung. Ah, jetzt. Ne, doch ne. Ach, weil gerade mein Bild auf dem Fernseher schwarz geworden ist. Dabei ist es nur das Kabel gewesen, was gespackt hat. Warum kommen die Leute nicht zurück?
Oder man muss sich dann meditieren. Gut. Meditiere ich halt eben. Und nichts passiert. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht funktioniert. Das ist mir auch relativ egal. Wir nehmen einfach Plätze und reiten weiter. Ich wollte ihr helfen, aber wenn die meinen, nicht zurückkommen zu müssen, dann ist mir das egal. Dann ist mir das wurscht. Und da es da hier in der Nähe ist und ich nicht weiß, was das ist, steige ich mal ab. Einmal Quen aktiviert. Alles klar. Die Herrschaften. Heute kommt der Tod dich holen. Okay, die können anscheinend was. Komm her. Komm her, Junge. Die Frage, ich habe den relativ abgezogen. Oh, Junge. Alter. Nee. Moment mal, habe ich nicht noch... Alter, das gibt's doch nicht. Was hat der für ein Aim? Alter, das kann doch nicht sein. Alter, ich muss weg. Ich brauche mein Schild. Ohne mein Schild greife ich ja nichts an. Alter, die Typen sind aber auch, die haben es in sich. So, Nummer 1 wäre weg. Weg. Ach, der ist verreckt an mein Gift quasi. Oh, geil. So. Nochmal kurz das Schild aufladen. Und diesen letzten Kunden hier. Wer schießt? Du. Toll, Geralt, renn weg. Wow, Junge, lass gut sein. Du wagst es, auf mich einzuhauen? Auf mich? Weil du scheiße bist, genau deswegen. Ach, soll ich wegrennen, willst du nicht mehr. Wow. Ich hab die fast alle down. Ich brauch nur mal ganz kurz noch eine Schwalbe. Au. Okay, ich muss mal kurz healen. Habe ich denn das Gift noch drauf? Ne, das ist wieder weg. Ich wurde auch gebraucht. Okay, ich brauche definitiv nochmal die Wirkung von dem Dingens. Ich glaube, Axi bringt auf die nichts, oder? Keine Ahnung. Komm hier. Bist du hässlich. Boah, wie die mir auf den Sack gehen, diese Bogenschützen. Komm hier. Und nochmal Wirbelattacke. Hier, bam. Und bam. Bam.
Haha, durch Gift gestorben, Junge. Und dich hole ich mir jetzt auch noch. Alter, das ist... Und Wirbelattacke. Und weg. Alter. Die haben definitiv in sich gehabt, die Gegner. Die waren hart. Level 44. Und alle ist so stark, Alter. Aber da merkt man mal, dass es gut war, dass ich die Mutagene erforscht habe. Wer will, Pause drücken. Kann das gerne tun. Ich muss mal ganz kurz eine Stunde meditieren. Ganz kurz. Ich bin so am Ende. Hier irgendwo muss eine Truhe sein. Aber ich weiß nicht wo. Hier ist noch sämtliches Kackzeug. Das nehme ich mal noch alles mit. Fünfte Essenz. Ah. Da unten ist ein Wagen. Danke für die Beleidigung übrigens. Dasselbe kann ich auch. Oh. Ja, der will es wissen. Okay, ich gehe jetzt erstmal auf Abstand. Du bist halt die Kräfte sammeln. Und schlag zu. Und Roms. Kopf ab. Genau so, nicht anders. Ich beginne deine Sachen haben wollen. Ja, Kette, scheiß drauf. Nur Müll. Das kann doch nicht sein. Doch. Das kann sein. Heilige Scheiße. Das gab Zeug, du. Das gab richtig Zeug. Ich gehe mal ganz kurz auf die Quest. Nebenquest. Ritter zu Diensten. Des Auftrags, das mache ich jetzt mal. Das ist zum Glück in der Stadt. Das heißt, ich kann da mal verkaufen gehen, denn wir haben, um das mal kurz zu sehen, 120 von 130 Kilo da. Das heißt, wir wiegen eigentlich viel zu viel. Das Dalie und ja, das Dirk Dave, das kann weg. Oh, 30% auf Rüstungsdurchbohren. Verteidigung, glaube ich. Das ist ganz gut. Das kommt auf mein nächstes Schwert drauf. Wenn es nur die Durchbohrung ist, dann kommt das definitiv drauf. Das schwöre ich. Jetzt reite doch mal. Das ist in Skyrim Plätze, die Pferde, die hätten das locker hochgeschafft. Oh Gott, es ist aber kein Skyrim. Das ist das einzige Tolle an Skyrim wahrscheinlich gewesen, das Hochreiten an Bergen. Ich will jetzt aber nicht Skyrim schlecht reden, ne? Das will ich nicht tun. Ist an sich ein gutes Spiel, nur die Story und die Atmosphäre ist nicht gerade sehr... Naja, es kann sich mit einem Witcher nicht messen. Was hier an Atmosphäre geboten wird und an Story, ist das wiederum schon ein großer Unterschied. Hier war ich, glaube ich, vor uns schon. Einmal abbiegen, genau, Geralt. Schön blinken vorher. Dann, ich will da über die Brücke drüber. Ach, jetzt bin ich doch hier bestimmt wieder am Dingens. Ah, jetzt bin ich hier. Und wenn ich hier bin, könnte ich ja eigentlich... Wo geht's denn hin? Es geht bestimmt bis hoch zum Trainingsgelände. Wahrscheinlich gehe ich mal davon aus. Und ich habe mal von jemandem gehört, der sich mit dem DLC schon gut auskennt. Ich solle erstmal die... Rittergeschichten machen und danach anschließend die Quest, es kann nur einen geben.
Was mich, by the way, an Highlander erinnert. Es kann nur einen geben. Ich bin gespannt, was die Quest mir dann bringen wird. Alter, jetzt geh mal hier hoch. Wahrscheinlich einen guten Bonus. Kann ich mir vorstellen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Quest mit den Rittern auf den Sack gehen wird. Das kann ich mir schon definitiv ganz gut vorstellen. Oh, jetzt, ganz ehrlich. Wenn ich... Alter, Geralt. Wenn ich laufe im Sprint, bin ich schneller, als wenn ich hier noch lang gucke mit dem Pferd. Bin ich deutlich schneller. Deutlich. Wir sind schon auf alle denkbaren Arten bestraft worden. Denkste? So, wo geht's denn hier genau hin? Hier oben war ich anscheinend schon mal. Gesundheit. Gute Gesundheit, aber erstmal halb sterben beim Husten. Aber Gesundheit, das ist wichtig. So, jetzt nach links und dann müssen wir auch schon bald da sein. Ich müsste quasi hier in dem Haus, ja. Ja. Wo lang? Hier lang. 43, 2 rüber. Ey. Sei gegrüßt, tapferer Held. Ich bin Raphael de Surmont, der herzogliche Kämmerer. Ich bin Geralt. Was machst du hier genau? Ich bezahle die fahrenden Ritter. Wofür denn? Sie ziehen über die Straßen und beschützen Toussaint vor Banditen und Monstern. Es ist nur recht und billig, dies angemessen zu kompensieren. Merke auch du es dir, Herr. Wenn du erfolgreich eine Hanse zerschlägst, einen Mitritter aus einer Gefahr errettest oder einen Kaufmann aus der Gewalt von Halsabschneidern befreist, dann komm zu mir und du sollst belohnt werden. Okay. Das war's. Bis dann. Ziehe hin in Frieden, stolzer Ritter. Ach, das heißt, sobald mir mal irgendwelchen Leuten helfen, kann man dann vorbeikommen. Bis dass der Tod erscheidet. Ist auch in der Nähe, aber ich kann mich nicht an die Quest erinnern, by the way. Aber was ich definitiv brauche, ist ein Kräuterhändler. Das brauche ich unbedingt. Ist hier irgendwo einer in der Nähe? Ist hier einer. Das wäre theoretisch sogar indirekt auf dem Weg. Ihr habt mir im Weg gestanden, yo. Get out of my way, bitches. Oh Gott, jetzt fange ich auch schon damit an. Immer hier rum und dann nach links. Es ist quasi fast so weit entfernt wie mein Questziel. Das heißt, ich komme sogar relativ in die Nähe. Das ist gut. Aber wir müssen, glaube ich, jetzt nach links abbiegen, oder? Ah, da ist ein Alchemist irgendwo drin. Und zum Alchemisten würde ich verdammt gern wollen. Was ich für ein Typ bin? Ich bin einfach ein Hexer. Die dürfen alles. Willkommen, guter Mann bei Dupont und Söhne, Emporium der Vielfalt. Mit Zufriedenheitsgarantie. Ja, das liegt im Auge des Betrachters. Zeig mal. Gib mal her. Ich brauche ganz dringend. Ich dachte, das ist ein Alchemist. Was? Was verkauft der für einen Schrott? Alter, nö. Was gibst du mir für mein Dingensbums? Okay, der bezahlt weniger fürs Schwert als ein Schmied. Ach, ich dachte, du kannst mir irgendwie was bringen, Alter. Och, nee, Junge. Da kann man ja gleich Tripper mit Syphilis behandeln. Würde ich nicht versuchen. Man kann den hier rein und. Ey! Ey! Willkommen! Kräuter frisch getrocknet, okay, dann gib mal her. Was hat man denn alles so im Angebot? Ich bräuchte definitiv. Oh, Schemen. Schemen klingt an sich gut. Und was ich mich auch gleich sehe, ist das hier. Das kann ich gebrauchen. War das Hornblatt, was ich denn noch gebrauchen konnte? Was war auf jeden Fall irgendwas anderes noch? Wolfsbein war es nicht. Okay, was haben wir denn hier alles für Zeug? Trank der Ernährung. Wir haben Schneesturm.
Verbesserter weißer Honig. Das habe ich noch nicht. Das habe ich auch noch nicht. Gib den überlegenen tanzenden Stern. Greifersprovist. Den mit der Meritiumbombe. Überlegene brauche ich ja noch. Weil die besitze ich nämlich schon. Überlegener Samum. Überlegener Drachentraum. Kann sich nicht. Goldener Pirol. Überlegener Maribold. Petrusfilter. Waldkauz. Okay, absurde. Gorgo, absurd. Erzgreifen. Ja. Wasserweib. Nachterscheinung ist absurd. Ekima. Short. Jetzt kommen wahrscheinlich die ganzen teuren Sachen. Troll absurd. Schon gelesen. Habe ich noch nicht. Auch noch nicht. Algul absurd. Bies, Gabelschwanz, Erscheinung, Genius. Ja, wir haben auf jeden Fall. Wir machen nochmal Werwolf. Und dann gucken wir uns mal an, was brauchbar ist. Bies kann man machen. Erzgreif. Und das war's schon. Wir haben. Was? Succubus. Wo bekomme ich jetzt einen Succubus-Mutagen her? Guten Schimmel. Herr Erzgreif. Algul. Noch nicht genug von den Sachen. Alles klar. Kreuzdorn. Alkohest. Brauchte ich, glaube ich, für irgendwas. Für irgendeine Bombe zufällig? Nee. Bomben waren es nicht. Tränke. Wo war das? Ich glaube, den wollte ich mir brauchen. Ja, brauche ich Quebrit. Und hier brauche ich Karmin. Ach verdammt, ich wünschte, ich hätte Karmin. Überlegene Schwalbe. Hatte das alles da, was ich brauche? Zumindest so ein paar Teile. Das sieht sogar da. Das hätte da. Das hätte auch da. Ein bisschen Handeln, Büffelgras. Und die Myrte. Jetzt fehlt halt noch unbedingt das ganze andere Zeug, wie Quebrit, Karmin, das fehlt alles noch. Das scheint man auch wahrscheinlich auch herstellen zu müssen. Das geht gar nicht anders, glaube ich. Wo ist der Ausgang? Ach, da. Dankeschön. Kurz einen kleinen Zwischensave. Dann gehen wir mal in Richtung der Quest. Klemmzug, Geralt. Ja, ist beides nicht so gut. Wo können wir denn jetzt hier raus? Im Schlauberger. Ach, das ist eine Kneipe. Wunderschöner Name für eine Kneipe. Der Schlauberger. Ja. Ob ich da essen gehen will, keine Ahnung. Was haben wir hier Schönes? Unsere Herzogin ist ein hübsches. So ein Turnier hat man noch nicht gesehen. Denn so ein Turnier hat es auch noch nie gegeben. Alle Gewinnliebhaber sind eingeladen, gegen Spieler aus aller Welt anzutreten. Außerdem bietet das Turnier die einmalige Gelegenheit, die neue, aufregende, skellige Fraktion zu spielen. Graf Monnier erwartet euch in der Fasanerie. Was für ein Typ. Ich mach mir glatt in die Hose. Dankeschön. Es ehrt mich voll, zu wissen, dass irgendeiner auf mich pisst. Das ist wirklich schön. Das will man noch immer hören als Hexer. So. Aber das folgende Abenteuer wird in der nächsten Folge stattfinden und nicht in dieser. Somit bedanke ich mich schon mal, dass ihr eingeschaltet habt und eventuell auch das Video mögt. Und wenn ihr es mögt, dann hinterlasst doch mal ein Like oder ein Dislike, je nachdem, wie ihr es empfunden habt. Auf jeden Fall Feedback würde mich sehr, sehr freuen. Und somit verabschiede ich mich von dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss.